Jo, ein wunderschön. Ja, vorweg. Ich habe keine Ahnung, was in dieser Aufnahme hier passiert ist. Mit der am Montag, die ich am Samstag aufgenommen habe. Da ist einfach mal komplett alles tot. Zu Aufnahme. Weil es meine deswegen auch ein wirklich. Ja, ich brauche eine neue Kamera. Liegt nämlich an der, weil die teilweise ein bisschen verzögert arbeitet und damit alles unsynchron wird. Und FFmpeg natürlich versucht, alles synchron zu machen. Ja. Jetzt mal gucken, ob die Aufnahme wieder in Ordnung ist oder ob die hier auch. Jo, ein wunderschön. Ja, vorweg. Ne, die Aufnahme scheint in Ordnung zu sein. Es sind auch nur ein paar Aufnahmen, ist also immer ein bisschen zufällig. Je nachdem, wie schnell die Kamera reagiert, ich habe keine Ahnung. Ja, scheiß Kamera. Okay, aber ich hatte in der Folge auch über nichts wirklich Spannendes erzählt. Ich hatte nur darüber philosophiert, dass es bei früheren Versionen von ClickerHeroes, beziehungsweise neben der jetzigen Version von ClickerHeroes, ein Level-Limit bei ungefähr 2 Milliarden gibt. Und wie dieses Limit zustande kommt, dass es halt kein inhaltliches Limit ist, sondern halt ein technisches Limit. Das quasi, ne, weil die Zahl wird ja intern gespeichert und dieses Speicherverfahren ist 32 Bit, minus 1 Bit, kommen wir auf ungefähr 2 Milliarden. Ist aber egal. So, was wir machen ist. Oh, ich hab's noch offen. Lol. Na gut, dann ist es halt noch offen, ne? Easy. Ja, ich komme weg da. Okay. Aber wir sind arsch langsam. Das heißt, wir machen einfach direkt mal. Oh, Alter. Also wirklich so viel verdient haben wir jetzt aber nicht, oder? Ascension? Nee, wir haben gerade mal das Zehnfache von davor. Da ist wirklich ein bisschen mies. Ich meine, wir haben 400 Level mehr, aber wir haben halt in den 400 Level halt gerade mal das Zehnfache verdient. Was jetzt nicht schlecht ist, aber eben auch nicht gut. Sag mir bloß, die fetten Zeiten sind jetzt echt vorbei. Warte mal kurz, Statistik, Transcension, da haben wir hier und naja, also. Ah, hier haben wir fast, also hier haben wir 9, 1E9, hier bloß noch 1E7 und hier immer nur noch 1E5. Sollte das nicht Stück für Stück mehr werden? Es wird hier aber eher weniger. Okay. War das schon 56 Ascension? Ach ja, okay, klar. Die ganzen kleinen Ascension natürlich. Ja. Die muss man natürlich da rausrechnen. Das heißt, wirklich große Ascension haben wir. Hä, warum fehlt hier die 1? Hier geht es mit 0 und dann mit 2 weiter. Okay. Na gut, aber wirklich Ascension haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also mittlerweile auch fast 10 Ascension. Wenn wir jetzt ascenden würden, dann hätten wir halt 10. Wie viel haben wir? Wir haben derzeit 100 Engine Souls und würden 23 dazu bekommen, wenn wir jetzt transzenden würden. Wartet mal ganz kurz. Warte. Vielleicht habe ich hier etwas falsch gemacht. Ich mache ganz kurz. Mal gucken, was der Calculator zu unserem Safe Game sagt. Vielleicht haben wir irgendwas gemacht, was total uneffizient war. Weiß man ja nicht. Nö, ist eigentlich gut. Ah, gut, ich würde mal sagen, wir machen jetzt tatsächlich einfach mal um zu gucken, ne? Wir machen mal jetzt eine Ascension strikt nach Calculator. Mal gucken, ob wir da auf mehr als das Zehnfache zur nächsten Ascension kommen. Weil wenn nicht, naja, dann würde ich fast tatsächlich transzenden. Weil das Zehnfache gerade mal von einer Ascension zur nächsten ist ja nur wirklich eher wenig.
ist eher so mau. Das heißt, jetzt Transcenden, Ascenden sowieso. Die Ascension ist gelaufen. Aber wir speichern mal jetzt nochmal. Ja, komm, ganz leicht überspeichern. Bam. Und mit dem Gespeicherten gehen wir jetzt mal hier rein und gucken, was er sagt. Also hier 4,5 E13. Das sind auch komische Werte, aber gut. Warte mal, was? 4,5 E13, das heißt ungefähr, ich mache am besten hier mit. Bei 4,5 müssen wir also 3,5, ach, Komma geht, doch, Komma geht. 3,5 E13 dazu. Hat nicht so gut funktioniert. Was machst du denn da bitte? Okay, mach was anders. 35 E12. So. Dann kommen hier 0,6. Achso, weil es schon auf. Ne, das ist alles 75. Kann ich ja nicht einfach alle auf 84 heben? Oder auf 85? Ja, genau. Atmen ist schon auf 85. Ja. Level. Nee, nicht 100, 10. Wären jeweils. Okay, komm, dann machen wir überall 25. 10 dazu auf 85. Bei Komma Wagamaru auch. Okay. Bin ich jetzt nicht unbedingt mit einverstanden. Vor allem, das bringt halt auch technisch nichts. Wie gesagt, das macht das Ganze ja nur. Also von der Zeit zwar geringer. Aber wahrscheinlich auch deswegen ist es hiermit empfohlen. Aber wie gesagt, wir gehen ja nicht nach der Zeit, weil wir haben eine feste Aufnahmezeit. Ich lasse die mal nach wie vor auf 75. Wir gehen streng nach Kalkulator. So, und hier unten jeweils auf 4. Auf 4 E13. Ja klar, wir können auch nicht so viel kaufen. Ja, eben, da wir ja eher wenig bekommen haben. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Die Goldies sind also weniger wertvoll als die, die hier DPS geben. Na gut. Ja, und was, vielleicht scheint er auch unsere Dixamons zu berücksichtigen, unsere Guilds. Und da wir halt sehr viele Guilds haben, ist der Effekt natürlich auch ein bisschen, wobei das Schwachsinn ist. Das ist ja quasi einfach nur ein weiterer Faktor. So, und er unten auf 8. 1, 2, 3, 4, 5. 8E10 ist aber richtig, ne? Genau, 8E10. 8,5 könnten wir auch machen. Wir müssen jetzt auf 9, genau. 1, 2, 3, 4, 5. So. 8,5 E10 und hier unten der Typ. Was? Okay, den hier unten gibt es gar nicht mehr. Revolok. Aber Fialatas kennt er wieder. What? Wahrscheinlich, weil der ein bisschen so komplett außen vor ist mit diesen Rubis und so. Der ist ja fürs Spielgeschehen uninteressant. Wahrscheinlich lässt er ihn auch deswegen komplett raus. So, und Fialatas auch auf 4,4. Das heißt wieder 35 E12. Bam. So, jetzt haben wir strikt nach Calculator gemacht. Und wenn wir jetzt wieder nur... Ach, guck mal, hier oben. Vagor, Revolok and Skill Ascend an Ancients are 5% lower than Kronos. Und warum kann man das hier verändern? Ich dachte, der macht den Vorschlag. Oder kann ich das hier manuell... Ach so, ich soll es wahrscheinlich selber eintragen. Ja, das heißt, er hat derzeit 10%, also 10 Level weniger als Kronos. Genau, Kronos ist einer unserer Hauptdinger. Oh, und schon ändert sich auch alles. Ah. Okay, er ist aber schon überpowered. Naja, der lassen wir einfach mal so, wie er ist. Nee, was?
Doch, genau. 75 haben wir. Ja, okay. Lassen wir einfach mal raus. Lassen wir einfach raus. Level 8000 und Best Hero. Doch, eigentlich schon. Ändert das jetzt auch noch was oder wird? Ah, bloß die Teils. Ach, der nähert sich sogar mehr an den an, was wir gemacht haben. Ha, lol. Ja, jetzt hat er fast genau die gleichen Werte wie wir. Ne, weil ich habe ja überall ein bisschen gerundet. Ich habe ja gesagt, hier 4,5, hier 4,0, hier 4,0, hier 4,5. Und so ist er sogar noch näher an unserer Schätzung dran. Ne, jetzt hat er fast genau 4,5, so wie wir haben. Und hier fast genau 4,0. Also, habe ich wieder instinktiv richtig gehandelt. Eigentlich nicht, eigentlich habe ich bloß gerundet. Das ändert jetzt alles. Jetzt sind alle Berechnungen komplett anders. You soll gerne. Achso, ja. Gut, haben wir nicht, weil wir haben ja schon descended. Okay, interessant. Ja, gut, das heißt, wir haben jetzt eigentlich. Ja. Easy. Er hat jetzt aber auch wesentlich mehr Hero Souls ausgegeben, als ich ausgegeben hätte. Wobei, nicht stimmt gar nicht. Wir hatten 7 und wir haben jetzt danach noch 2. Ja, nee, doch. Also. Ich meine, ich versuche ja immer so bei der Hälfte zu bleiben. Das heißt, wenn wir jetzt 7 hatten, versuche ich bei 3,5 zu bleiben. Das heißt, ich hätte zum Beispiel hier nur 4 E13 und hier unten auch nur 4 E13 statt 4,5. Alles andere hätte ich dann wahrscheinlich sogar fast ähnlich gemacht. Na, mal gucken. Ist auch egal. Vielleicht, wie gesagt, bringt das Ganze sogar irgendwas. Diesen Kalkulatoren vertraue ich persönlich nicht wirklich, weil ich weiß ja nicht, wie die intern arbeiten und aus meiner Sicht der Dinge kann ich es mir halt hart vorstellen, dass sie sogar sehr viele Sachen einfach ignorieren. Zum Beispiel halt, wie viel Klicker verwende ich, wie viele sind aber halt dementsprechend auf der Wartebank, das können die ja gar nicht wissen. Oder aber zum Beispiel berücksichtigen sie auch, wie ich die Guilds habe oder wie ich meine Heroes level oder dies und das und jenes. Wie gesagt, es gibt ja zum Beispiel Leute, die machen es eher so, dass sie die hier weiter oben sind, höher leveln. Ich persönlich bin aber eher so, dass ich die hier weiter unten höher level. Das sind halt alles so eine Fragen, da weiß man immer nicht, okay, wie denkt er jetzt, dass wir spielen? Von daher, ja. So. Ja, gestern habe ich sogar noch mein Dixerumster dran gedacht. Können wir denn also den collecten? Heute habe ich es noch nicht gemacht. Böser Junge. Ganz, ganz böser Junge. Muss ich gleich mal nachholen. Ich böser Junge. Genau. So, dann machen wir hier erstmal weiter. Tja, ansonsten habe ich auch mittlerweile ein bisschen an meinem Clicker-Game weitergearbeitet. Tatsächlich. Kann ich ja mal zeigen, wie da mittlerweile der Stand ist. Also Version 1.3 ist quasi fertig. Also, für mich zumindest weitestgehend abgeschlossen. Ich muss nur noch ein bisschen Feintuning machen. Die neuen Feature, die ich hinzugefügt habe, sind überschaubar, aber dennoch tiefgreifend. Oh, der lange hier. So, Autoklicker rauf. Bossfight. Hallo. Geht doch. Today. Und fight. So, man sieht bereits im Changelog hier. Ich habe den Startklickschaden ein bisschen erhöht. Ne? Ein Klickschaden bei Standardschaden von 100. Also bei die Monster wahrscheinlich mäßig 100 Lebenspunkte. Gut, ich hätte auch das verringern können, dass die Monster halt mit 10 Lebenspunkten beginnen. Aber ich habe mich eher dazu entschieden, meinen Klickschaden einfach zu erhöhen auf 10. Es gibt jetzt mehrere Monster. Ich hatte ja schon mehrere Grafiken hinzugefügt gehabt. Hier gab es ja schon mehrere Grafiken. Die werden jetzt auch benutzt tatsächlich. Das heißt,
Ja. Hier, ne, das Standardmonster. Dafür gibt es jetzt mehrere Varianten. Yay! Dann gibt es jetzt auch, ja, ich habe das testhalber nur für mich zum Testen, gerade hier auf 1 runter, damit ich im Test schneller durchkomme. Im Final Game ist es natürlich wieder 10 Monster pro Ebene. So, jetzt gibt es einen Boss. Und zwar mit Timer. Hier muss ich noch gucken, hier habe ich jetzt falsch rum implementiert. Das soll eigentlich runtergehen und nicht hochgehen. Ja. Aber wie man sieht, Boss. Und man wird, wenn man gegen den Boss kämpft und es nicht schafft, automatisch wieder eins runtergegeben. Ein nur halt runtergesetzt. Ne, so wie man es auch von Clicker Hero kennt. Nur hier ist es auch so, wenn man den Boss nicht, also wenn man Autoclicker nicht aktiv hat, ist das, dass man beim Boss automatisch eins runtergesetzt wird. Trotzdem ist halt so. So, ne? Wenn ich das nicht schaffe, was ich halt auch nicht tue, ganz klar, dann ja. Bam, eins runter. Und was habe ich noch gemacht? Zuletzt habe ich bloß noch. Nö, genau, das war's. Genau. Eben, mehrere Monster und Boss. Wobei die 30 Sekunden sind auch wieder variabel. Das heißt, ich kann das später auch wieder veränderbar machen. Kennt man ja. Von besagtem Game. Mein Spiel wird einfach eine 1 zu 1 Kopie. Easy. Aber wie gesagt, mache ich auch persönlich nur meine Programmierskills zu trainieren. Und vor allen Dingen, weil ich Langeweile habe und Spaß dran habe. Das Größte ist eigentlich eher Spaß. So. Das heißt, ich muss jetzt quasi noch gucken, das mit diesem Monster, das ist das hier. Ne, da drunter. Hier war das, genau. So, das heißt, aktuell wird einfach der Timer genommen. Also die aktuelle Uhrzeit und die Uhrzeit, wann das aktuelle Monster gestartet hat. Und aufgrund dessen errechnet sich quasi halt die Zeit, die man noch hat. Das Ganze jeweils in Millisekunden. Deswegen wird hier auch durch 100 geteilt. Weil die Maximalzeit, die man hat, ist in Zehntelsekunden angegeben. So, und jetzt muss ich quasi das Ganze hier umdrehen. Das heißt folgendes: Time hier muss ich jetzt sagen, Max Time minus. Nein. Minus Time. So, und den Color-Wert, der geht ja von 0 bis 640. Den muss ich jetzt quasi invertieren. Das heißt, Color ist gleich 640 minus Color. Ne? Wenn man die Zahl von 1 bis 100 umdrehen möchte, dann heißt es ja quasi, dass es einmal geflippt wird. Und das macht man, indem quasi 0 ist ja 100 minus 0 wäre dann 100. Das heißt, 0 wird zu 100. Und 100 wäre ja 100 minus 100, also 0, also sind 100, 0. Genauso wie halt, weiß nicht, 60, ne, wären dann quasi 100 minus 60 ist gleich 40, also 60 und 40, ne? Also quasi 1 zu 1 den Zahlenraum einmal flippen. Das macht man, indem man die Maximalzahl minus die aktuelle Zahl nimmt. So, und ab jetzt müsste das Ganze eigentlich wunderbar funktionieren. Wenn ich jetzt zum Boss gehe. Also halt Auto, also weiter hier. Bam, weiter. Bam, weiter. Bam, weiter. Genau. Jetzt geht es halt runter und wird dabei nicht grün, sondern wird rot. So wie es ja auch sein soll. Perfekt. Bam. Easy. Geil. So, damit würde ich nämlich diese Version auch gerne abschließen. Beziehungsweise, nein, wartet mal ganz kurz. Ich mache tatsächlich doch noch mal raus. Ich mache Klickschaden wieder auf 1. Und die Monster-HP, die setze ich hoch. Das heißt, muss ich mal ganz kurz gucken, es fängt ja hier an.
Genau, das heißt, standardmäßig ist halt quasi Monster-Level mal 100. Das heißt, erstes Monster hat 100 Level und wir machen daraus jetzt eine 10. Dann sollte das Ganze jetzt funktionieren. Bitte? Ja. Ja. Achso, Auto. Ja. Ja. Ja, genau, der Boss hat 200. Geht Autoklicker. Oh, okay. Wenn man also sehr stark klickt. Ah, nee, doch nicht. Okay. Dachte schon, die Zeit bleibt entstehen, aber so leicht ausrechnen kann man mein Programm nicht. Gut, das heißt, wir müssen definitiv. Ich mache mal zum Testen hier ein bisschen mehr Klickschaden. Heißt also, unser Klickschaden ist. Oder ich mache die Combo hoch. Pro Klicken kriegen wir jetzt 1% mehr Klickschaden. Easy. Das heißt, ja, wie gesagt, hier die Angabe ist natürlich ein Hundertstel Prozent. Das hier, Klickpower sind ja Hundertstel Prozent. So. Mal Auto. Ja, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht, ich schaffe es. Yes, we can. Geil. Okay, damit ist die Version soweit fertig. Das heißt, ich kann jetzt abschließend, klicke mal wieder auf 1 setzen, die Monster pro Level auf 10 setzen und damit kann ich diese Version, so wie sie ist, abschließen. Das heißt, ich mache einen neuen Ordner, 1E003 und schiebe den aktuellen Stand. Da habe ich jetzt gerade die Executable schon kompiliert? Nee, ne? Nee, habe ich noch nicht. Scheiße. Hab vergessen zu kompilieren. Was geht denn hier ab? Also echt mal, Ronny. Oh, und hier war Vollbild geschalten. Ich mache ja eher so auf Halbfenster. So, das heißt, genau, Swing Math Test. Ach ja, meine schöne Library. So. Exec Table erstellen. Bam. Sehr schön. Jetzt ist das hier die aktuelle Version. Genau, 1E3. Ach, scheiße. Ja, ich muss natürlich auch den Infotext aktualisieren. Ugh. Mal gucken, hat sich hier mittlerweile was getan? Eher nicht so. Upsala. Ja, das hat ja prima funktioniert. Das ist ja jetzt schon wieder. Ich könnte schon wieder hier. Könnte ich aber. Weg, weg. Weg. Na gut. Passiert eh nichts Spannendes. Mein Klicker-Let's Play wird jetzt gerade eher zum Programmierer-Let's Play. Ist halt so. Weil hier können wir halt nichts anderes warten als irgendein anderes warten als machen. Eigentlich andersrum. Nee, nichts anderes machen als warten. Von daher. Ideale Zeit, um ein bisschen zu programmieren. So. Hier wollte ich rein. Und zwar muss ich. Da. Message of the Day. Start Click Damage to 10 ist natürlich kompletter Schwachsinn. Decrease. Was? Start Monster Damage to 10E0. Ich habe die Quiz locker falsch geschrieben. Es sieht so komisch aus. Ich weiß es doch auch nicht. Manu. Ach Mann. Die Quiz. Na, bitte mit E. Also so viel muss schon sein. Die Quiz. Doch, ist richtig geschrieben. Ich bin mir manchmal bin ich mir so absolut unsicher. Aber ist doch richtig. Die Quiz Start Monster Damage to 10. Klammern from 100. So, perfekt. Jetzt ist das Programm fertig. Was genau? Executable erstellen. Bam. Jetzt bitte nochmal weg. So, der Ordner ist noch leer, genau. Und jetzt kann ich das alles da reinschieben. Jetzt ist die Version 3. Das heißt, ab jetzt wird alle Änderungen, die ich jetzt mache, werden in Version 4 einfließen.
super easy. Finde ich geil. Tja, das nächste, was dann ansteht, ist auf jeden Fall das hier. Und zwar quasi die Goldkisten. Hier soll es einen Goldhaufen darstellen, deswegen auch dieses Pling-Pling. Ne, das ist hier quasi der Goldhaufen und das ist dieser Glitzer-Effekt. Ja, sorry. Ich kann auch nichts dafür. Genau. Ja. Also hier sieht man sehr schön, dass quasi dieses Alpha-Blending Teil des Bildes ist. Tada, tada. Echte Transparenz. Gut, hier unten ist ein bisschen abgeschnitten, habe ich ein bisschen gefuscht, aber das ist ja sowieso alles nur Grafiken zur Entwicklung. Die werden später alle ausgetauscht, aber beim Programm ist es erstmal wichtig, dass es funktioniert. Die Grafiken kann man dann machen, wenn es sich lohnt. Also ab Version 1E999. Frühestens. Genau. Ja. Genau. Ja, das ist das Template. Das nehme ich als Vorlage. Das habe ich, habe quasi erst das erstellt. Und aus dem erstelle ich dann quasi die Abwandlungen hier. Einfach mein Gesicht. Meine Fratze. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Oh, ich habe 4 Monster. Ich dachte, ich hätte nur 3. Lol. Na gut, dann kann ich das natürlich gleich mal, ne? Öffnen wir gleich mal mein Programm wieder, Editor wieder hier. Eine Schlamperei hier. Was ist denn los? Doppelte Ansicht. Was? Achso. So, ja, das ist hier meine Testroutine, die ich geschrieben habe, um meine StringMath-Library zu testen. Ne? Das zeigt einfach quasi paar Berechnungen an. Hier eine Zahl hochzählen. Hier ein bisschen umrechnen, um zu gucken, ob das Ganze auch wirklich so stimmt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ist also, ja, nicht weiter interessant. So, jetzt kommt das Ding, oder ich mache gleich mal alles, das kommt hier drunter. Das wird zu Version 4. Und der erste Changelog ist das. Add more monsters. So, jetzt muss ich natürlich das Ganze auch hier verändern. Ist ja jetzt Version 4. Genau. Denn ich habe hier einen Fehler gemacht. Das sind nämlich 4 Monster mittlerweile, gar nicht mehr 3. So, jetzt müsste eigentlich auch unsere Fratze angezeigt werden. Ist das korrekt? Ja. Ja, da war sie gerade zu sehen. Ach so, siehst du? Oh. Oh. Dann ist aber diese Hero Power hier komplett falsch jetzt. Wenn ich die Monster durch 10 teile, muss ich die auch durch 10 teilen. Upsili. Das kann ja mal passieren. Rebalance Monsters. Fast nicht Monster. Die Monster sind richtig. Die Heroes sind falsch. Oder waren falsch. Wieso steht immer noch 30 drin? Ne? Wait a second, habe ich gerade was Falsches geändert? Ah, okay, klar, klar, klar. Eben, das funktioniert ja so gar nicht.
Das heißt, ich müsste den jetzt hier reinmachen. Und den ersten Helden müsste ich dann quasi mal. Ja, 0,1. So, jetzt kann ich ja auch mit Float Point arbeiten. Geht da jetzt alles? Perfekt. 3, 6, genau, genau, genau. So, das heißt, wenn ich jetzt ein paar Helden umbringe, Alter, ein paar Monster umbringe und mir den ersten Helden kaufen kann, sollte er immer noch 3 Sekunden brauchen. Perfekt. Ist das nicht geil oder ist das geil? Sehr schön. Easy. Gut. Das ist doch gar nicht mal so schlecht gelaufen bisher. Seht ihr? So einfach kann man ein Programm schreiben. Ja gut, ich sag mal so. Ihr müsst euch nur ein bisschen Mühe geben. So, was natürlich auch noch ein Bug ist, ist das hier, jetzt kostet 12,10. Und wenn ich jetzt runterscrolle, setzt das wieder zurück auf 11. Da muss ich quasi die Library, die hier alles neu rendert, wenn ich das hier hochscroll oder neu anordne, wenn ich das Ganze hier rumscrolle, die arbeitet nämlich mit den falschen Werten. Das hatte ich schon mal gefixt gehabt, aber die gefixte Version ist dann irgendwie verloren gegangen, weil ich das nicht hier bei mir gefixt hatte, sondern als ich irgendwo woanders war. Und den Patch hatte ich aber hier nicht eingespielt. Ha, dumm gelaufen. Das heißt, das Ganze ist hier irgendwo, und zwar bei GateGetEvent. Das müsste dann... Genau, hier. Und da ist nämlich Draw Hero. Und bei Draw Hero, muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, ist halt immer nur für erstes Level. Das heißt, ich muss bei Draw Hero diese 1 Variable machen. Level. Und bei DPS auch Level. Und dann muss ich das hier hinten hinzufügen. Level. Gibt aber schon Level 1 vor. Aber hier für unsere Funktion da kann ich jetzt nämlich sagen, okay, mach bitte als Level das aktuelle Level. Und die Array hieß, glaube ich, Hero Level. Genau. I. So, und da wir es ja damit quasi geupdatet haben. Achso, nee, das Updaten ist ja bereits hier drin, ne? Genau, genau, hier ist das Updaten. Das ist bloß, das hier bloß Performance-Optimierung, damit quasi nur dann gezeichnet wird, wenn sich der Wert auch geändert hat. So, ab jetzt müsste das Ganze funktionieren. Alter, Bugfixing hier. Live on stage. What? Okay. Mein Klicker hier ist nur gerade, mein Autoklicker ist gerade nur so schnell, dass ich es hier gerade ein bisschen zu lax führe. So, wenn ich jetzt ein Level kaufe, bupp, und jetzt scrolle, ist immer noch nicht what? But how? Wait a second. Hero Level E. Warte mal kurz. Draw Hero. Doch, das sind diese Sachen. Also das hier schon mal falsch, ist aber jetzt nicht das Problem. Sondern das Problem ist, dass er immer noch was Falsches anzeigt. Warte mal kurz, wo ist denn Update Hero? Hier. Und hier ist Hero Level.
Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Das müsste bedeuten, dass der Wert in der Array falsch ist. Na gut, das gucke ich dann später. Darüber müssen wir uns jetzt hier im Let's Play durch den Kopf zergrübeln. Aber wie gesagt, so ist quasi Spielentwicklung. Ein Akt der Liebe. Ja. Das mache ich den ganzen lieben langen Tag. Fehler suchen, Fehler fixen, neue Features einfügen, nur um da zu sehen, dass es neue Fehler gibt. Logisch. Also auch wieder Fehler fixen. Und so weiter und so fort. Aber daraus entsteht irgendwann ein Programm, das es wert ist, Programm genannt zu werden. Zum Beispiel das hier. Ja. Genau. Hier haben wir soweit eigentlich alles gemacht. Ich habe gezeigt, wie man programmiert. Soll für heute eigentlich reichen. Also für jetzt. Heute Abend machen wir da wahrscheinlich eine Transcension. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Weil, wie gesagt, er hat der Calculator quasi genau das gemacht, was ich auch gemacht hätte. Das heißt, meine Spielweise war an sich schon richtig. Nur es bringt halt nichts mehr. Das heißt, wir stecken fest. Also brauchen wir eine Transcension, um wieder freizukommen. Genau. Gut. Bis dahin würde ich aber sagen, du kannst minimieren. Du kannst wieder herkommen. Danke. Nein. Dankeschön. Nein. Doch. Das hier. Aber warum hier unten? Bist du doch falsch? Ach, genau hier. Das da. So. Ja. In dem Sinne würde ich aber sagen, schau mal drauf. Tschüss.